meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei Simrace TV und zwar bei der Race Day Speed Association in der Wintersaison 2013-2014. Na klar, wir haben jetzt 2014 und wir haben Anfang Februar und am Samstag werden es hier in München 20 Grad und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben einen Knall. Die haben einen Vogel. Anders kann man das wohl nicht mehr erklären. Gucken wir mal. So, was machen wir heute? Wo sind wir heute? Wir fahren heute Abu Dhabi. Und ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel drüber sagen. Die Strecke kennt wohl jeder, schon alleine aus der Formel 1. Es ist der Grand Prix Kurs, der da gefahren wird. Und wir warten wie immer um die Zeit auf Jens Burkhardt. Der hat heute endlich, nicht endlich, erstmal früher angefangen mit dem Briefing, weil er wollte die Strecke nochmal allen ja, besonders vorstellen, weil es sind doch einige Stellen hier, die nicht ganz ohne sind. Wir werden das jetzt gleich sehen, wenn der Jens die Streckenvorstellung macht. Und dann, ja, gucken wir mal, was hier heute passiert. Also Rennaction gibt es ja immer und die ist auch immer vom Feinsten. Also werden wir mal schauen, ja, wo es lang geht und wie es funktioniert. So, momentan sehe ich gar nichts. Ach doch, Mensch, da unten drunter, jetzt passiert was. So, jetzt werden nochmal Server umgestellt. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf die Strecke und gucken mal, was hier passiert. So. Ja, da ist er. Herzlich willkommen, Jens Burkhardt. Und da habe ich ihn auch schon rausschwänzen sehen. Da ist er. So. Genau, da sind wir schon. Hallo Lutz, schön, dass du da Ja, bist. grün, grün. Grüner wird's nicht. Da besitzt man bei der Höflichkeit, die zu grüßen, wird sofort angeraunzt, weil man nicht auf die Ampel achtet. Ja, nun, ne? Also, ja. Genau. Ich habe es ja nur gesehen, weil ich diese wunderschöne Boxenausfahrt zeigen wollte, durch diesen Tunnel durch. Und ja, da war halt gerade die grüne Ampel und du tanzt da. Genau. Ja, wir haben schon ein bisschen was erzählt. Abu Dhabi, hast du denn jetzt den Jungs einigermaßen beibringen können, wie das Ganze hier heute funktioniert und wie Dreck zu befahren ist? Ich denke, das kannst du mir gleich in 1,5 Stunden oder 2 Stunden erzählen, ob das gefruchtet hat. Also die Strecke bietet natürlich ja, layoutbedingt ganz, ganz viele Stellen, an denen man unfair und unsauber fahren kann. Manchmal auch ohne es mitzubekommen. Also ich habe gerade eine Stelle gezeigt, da haben mir dann drei Leute so angehustet. Du hast gerade gecuttet. Ich denke, okay, gut, war mir jetzt nicht so bewusst. Okay. Aber die Strecke bietet einfach ganz viel Potenzial dahin und da wollten wir einfach mal gerade drüber sprechen, damit das eben hier sauber vonstatten geht. No. Jetzt wollte ich gerade sagen, es bist du ja wahnsinnig schnell, aber das ist ja wie in Silverstone hier. Hier gibt es auch zwei Startgeraden. Also, oder zumindest zwei Crits. Und naja, gut. Brauchen wir heute Gott sei Dank nicht. Oh, ich sehe, du bist mit dem Schiff gekommen. Alles klar. Naja, gucken wir mal. Irga Ludwig, wo kommt der denn her? Ja, unglaublich, was du hier für Leute ausgräbst. Schön, oder? Ja. Also Andreas Wohlin, das ist natürlich schon mal ein Brüller. Sehr viel persönlich mit ihm hatte ich nicht zu tun. Also so wie es halt ist, wenn jemand bei mir fährt. Und ja, schön, dass man die Namen hier alle mal irgendwann wieder liest. Das ist wirklich so. Jens, du bist Genau. dran. Ja, wir haben ein relativ kurzes Startziel. Dann also nur ganz kurz hochbeschleunigen, dann müssen wir sofort runter in den zweiten Gang. Dann haben wir direkt schon die erste Haltestelle, wo man hier ganz weit rausfahren kann, aber nicht darf. So, dann haben wir hier einen schnellen Linksknick, da muss man einmal kurz lupfen, gucken, dass die Räder wieder Grip bekommen und dann hier an dem Curve entlang möglichst nicht zu weit hier links raus. Diese Curves sind so unruhig, da versetzt es das Auto. Aber eine erste schöne Bremsschikane. Und du siehst hier auf der linken und auf der rechten Seite diese wunderbaren Pöller. Ich hoffe, die bescheren dir heute nicht die eine oder andere Fugeinlage.
So, Spitzkehre ganz entscheidend, weil jetzt kommt die erste wunderbare Gerade, wo wir heute deutlich, ja, ganz sicherlich wohl mal übersehen werden. Die Ferraris mit ihrem, ja, Geschwindigkeitsvorteil auf der Geraden werden hier gegenhalten können und auch mal sicherlich angreifen und überholen können. Also das wird schönes Durcheinander geben, sagen wir es mal so. So, hier auch wieder schön links, rechts rein. Um direkt wieder mit Schwung auf die nächste Überholmöglichkeit. Also wer die erste Gerade sich rangesaugt hat, kann man hier auf der Geraden dann, ich sag's mal gerade, es war so zwei Knicke drin, aber dann versuchen, den nächsten Überholmanöver zu setzen. Auch hier wieder dann 90 Grad Knick danach, also eigentlich prädestiniert, wow, um zu überholen. Schön schnelle Schikane hier. Jetzt kommen wir so in das letzte, ja, Infield, sage ich jetzt mal. Das ist ein bisschen enger, ein bisschen mehr geschnörkelt, ihr habt es gerade schon gesehen. Dann haben wir hier einen ultraschnellen Rechtsknick. Der geht hier voll. Ich muss hier ein bisschen vom Gas gehen, Setup bedingt. Andere Anwendungs bleiben da noch drauf. Ein Auto hier zusammenbremsen, zweiter Gang. Dann fahren wir hier unter dem Hotel durch. Schön mit den wechselnden Farben. Muss sich ablenken lassen. So, hier nicht zu weit, rechts an die Leitplanke. Da haben wir gesehen, da steht irgendwo ein Pöller, den man keiner sieht. Auch hier nochmal an die Curbs. Nicht zu weit hier links raus. Auto wieder zusammenbremsen, hier an die Curbs. Links raus beschleunigen. Ja, das war eine Runde. Gucken, wo wir hier landen. Ah, 208. Mhm. 206 tief werden wir auf jeden Fall im Qualifying sehen, wenn nicht sogar eine 205 hoch. Ja, werden wir mal gucken. Und ja, freuen wir uns drauf. Abu Dhabi macht Spaß, das ist keine Frage. Wenn auch alles ein bisschen plastisch aussieht, aber mein Gott, es ist ein schöner Kurs. Auf jeden Fall, er wird auf jeden Fall für viel Action sorgen. Ich sehe nur leider, wir haben, der eine oder andere hat wohl hier Verbindungsprobleme. Ich glaube, es betrifft leider auch den Julian, der heute ja eigentlich hier seine Premiere geben wollte. Mal schauen, ob er es noch hinbekommt. Ansonsten würde ich jetzt hochgehen, ins Qualifying switchen und dir ganz viel Spaß wünschen. Na, den Spaß solltet ihr haben und ich kommentiere ihn nur. Also, dann bis später und ja, gut getrunken haben wir uns ja irgendwie immer. Ich alles hoffe, klar. Ich hoffe mit Recht diesmal. Ja, ja, gut, gucken wir mal. Okay, ne? Bis später. Also, bis später. So, genau. Also, ihr habt's gehört. Lustig fand ich eben bei Jens, wo er sagte dann, hier mit Schwung müssen wir da raus. Und der Schwung äußerte sich dadurch, man sah das so ein bisschen im Cockpit, dass so die linke Seite sich etwas in die Luft hob. Also das heißt, da ist er etwas über den Körb rüber gebügelt und das Auto ist leicht abgehoben. Ja, das ist dann Schwung. Genau. So, nun hoffen wir mal, dass die Herrschaften jetzt hier ins Qualifying schalten, beziehungsweise wir wollen mal schnell, also die Pinks sind eigentlich alle gut. Da kann man nicht meckern. Bei so vielen Autos. Und hoffen wir mal, dass das hier alles gut klappt. So, jetzt ist hier noch jemand gekommen. Der Julian ist noch nicht wieder da. 25 Autos haben wir momentan. Fehlen würden noch der Julian Siedenbiedel und der Stefan Bäumer. Dann wären wir 27. Ja, okay, unser Auto müssen wir noch abziehen, aber trotzdem ausreichend hier für diese Strecke. Ja, wer es vielleicht bemerkt hat, ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt jemand merkt, aber wir haben mal diesen ollen F1-Style hier weggenommen und haben mal einen, ja, ein bisschen für Tourenwagen angepassten Style benutzt und ja, da gibt es dann auch noch am Schluss in der Winner-Grafik dann auch noch, da sieht man dann auch, wo wir denn eigentlich hier sind, nämlich bei der Race Day Speed Association und das ist doch dann auch mal hübsch. So, irgendwie gibt es wohl noch Diskussionen, so richtig kommen sie noch nicht vorwärts, die Jungs.
Ja, was soll ich euch erzählen jetzt? Ganz einfach. Wir könnten theoretisch die Meisterschaftswertung schon vorwegnehmen, aber ach, das ist dann wieder im Warm-up so langweilig. Wir könnten aber auch darüber reden, ja, warum es jetzt hier am Wochenende 20 Grad werden. Aber das ist alles nicht so wirklich interessant, weil eine Begründung habe ich. Ah, jetzt passiert hier was. Geht los. Das sieht doch schon mal gut aus. Da wollen wir doch mal hoffen, dass die Herrschaften hier irgendwann losfahren. Da fahren sie. Da fahren sie. Das Schöne daran ist, wir haben jetzt, na gut, schön kann man jetzt sehen, wie man will. Wir haben jetzt erstmal 2 Minuten Zeit, bevor hier irgendjemand auf eine schnelle Runde geht. Doch mal 2 Minuten, bis es die ersten Zeiten gibt und dann wird es tatsächlich spannend. Wir fahren jetzt zweigeteiltes Qualifying, das heißt, wir fahren jetzt 15 Minuten für alle und Top 5 Qualifyings fahren dann eine Superpole. Das bedeutet, es wird dann in Zweiergruppen rausgefahren und die Top 5 können dann, nee, nicht in Zweiergruppen, in Dreier, in die Platz 5, 4 und 3, also 3 Leute fahren zuerst raus, fahren ihre schnelle Runde. Natürlich lassen sie ein bisschen Abstand und danach, wenn die durch sind, fahren die beiden Besten raus und fahren dann ebenfalls ihre schnelle Runde. Naja. Und in der Vergangenheit hatten wir es wirklich so, dass allermeisten Fällen Polesetter des ersten Qualifyings nicht auf der Pole gestanden haben dann am Ende, dass es da immer Verschiebungen gegeben hat. Und ja, es ist eine ziemlich spannende Geschichte und für die Fahrer sowieso, weil die Herrschaften ja dann wirklich mit erhöhtem Pulsschlag zu kämpfen haben. Also da geht wirklich, dass wer es noch nicht erlebt hat, es ist wirklich so. Also man ist sehr, sehr nervös. Und naja, gucken wir mal. Stefan Auenstein hat im freien Training ziemlich weit vorne gestanden. Es wird auch mal langsam Zeit, dass der wieder ein paar ordentliche Ergebnisse einfährt. Ich wüsste nicht, wann ich ihn das letzte Mal interviewt habe. Also, das ist in den letzten Rennen nicht so super gut für ihn gelaufen. So. Nun geht er hier auf seine schnelle Runde. Ja, wir sehen das hier, also man muss tierisch aufpassen. Also die Jungs haben hier solche Anti-Cuts auf die Strecke gepappt. Und ja, das ist ganz, ganz heavy. Die sind auch mit entsprechenden Physics ausgestattet. Auch die Dinge haben irgendwelche Werte, wie heftig das Auto abfliegen soll. Und der Jens sagte mir vorhin, also das knallt dann ganz schön. Also das Auto hebt wirklich ab und ja, und R-Faktor neigt ja dann dazu, die Autos fliegen zu lassen, wenn sie zu doll abheben. Naja, schauen wir mal. Gucken wir mal bei dem Stefan hier aus dem Fenster, aus der Windschutzscheibe. Ah, da geht das sehr, sehr knapp vorbei. Und wir haben ja auch vorhin gehört, Jens sagte dann hier in diesem kurzen Knick hier vor Start und Ziel, da bleiben die noch ziemlich lange auf dem Gas, wo er schon mal runter muss vom Gas. Also das war jetzt die Stelle zuvor. Da
wissen wir doch, dass der Jens mit relativ wenig Abtrieb fährt. Das ist doch schon mal immerhin was. Also wenn die Herrschaften hier dabei sind, können sie sich drauf einstellen. Auf den Geraden ist er schnell und den Kurven steht er euch im Weg. Ja. Uiuiui. So, dann muss er hier ziemlich korrigieren, dass das Auto auf der Strecke hält. So. Nichtsdestotrotz, 206, 373 reicht erstmal für die vorläufige Pole. Die anderen, die jetzt Zeiten gefahren haben, Markus Farnold und Martin Schmidt, konnten da noch nicht gegenhalten. So, es gibt ein paar Leute, die hier heute kein Quali fahren. Unter anderem die Gaststarter Julian Siedenbiedel, Andreas Wollin und Bürger Ludwig. So, jetzt haben wir dem Stefan lang genug zugeschaut und der ist immer noch vorne und zwar mit dieser Zeit mit 206,3. Ja, der Markus Farnold hat 8 Zehntel Rückstand. 8,5 zu über 8,5 Zehntel. Oh, der Julian schreibt mir, er kann nicht fahren, weil er fliegt immer vom Server. Das ist natürlich bitter. Ja. Sehr, sehr schade. Den hätte ich schon ganz gern mal wieder gesehen, den guten. Ja, was war das jetzt? War das ein Cut oder war das keiner? Ich wollte doch ein anderes Auto zeigen, verflixt. Warum sehen wir denn immer noch hier? So, Markus Farnold, Jens Erner. Ist Jens Erner? Jens. Nicht Dennis. Jens Erner ist auf die 2 gefahren. Hat den Markus Farnold und den Martin Schmidt und ja, alle, die hinter ihm kamen, da erstmal gezeigt, wo ja, wo es lang geht. 0,776 Sekunden Rückstand auf Stefan Hauenstein. Ja, und da wollen wir doch mal zeigen, den Guten. So, momentan wäre Martin Schmidt noch im zweiten Qualifying. Und Patrick Flüglisthaler versucht jetzt hier irgendwie diesen fünften Platz zu kriegen. Hat jetzt aber mächtig Verkehr. Man macht ihm, ich glaube, das ist der Jürgen Engelhardt. Der macht ihm da Platz. Ja, das ist ein bisschen verkehrte Welt hier heute. Ich habe gerade festgestellt, dass ich das letzte Mal im Qualifying die G-Cups vergessen habe. Glaube ich jedenfalls. Mir fürchterlich leid. Jetzt haben wir das gesehen. Jetzt ist er hier so ein bisschen über den Abweiser rüber gekommen und das Auto ist richtig hochgekommen und er fährt dann auch in die Box. Ja, und Dennis Erner ist zwischenzeitlich auf die 5. Und Olaf Ness, ich glaub's ja nicht, Olaf Ness fährt auf die 2. Position. Mit 0,719 Sekunden Rückstand auf den Stefan Hauenstein. Sollte der wirklich nach einer Runde, nach einer gezeiteten Runde hier auf der, ja, auf der ersten Position stehen und als letzter dann ins zweite Qualifying gehen dürfen. Das wäre natürlich ja eine ziemliche Sensation. Olaf Ness macht hier alle nass. Ja, Wahnsinn.
Er liebt Erdbeeren mit Schlagsahne. Das kann ich schon mal verraten, falls er zum Ligatreffen kommt. 10 Jahre Race Day Speed Association. So, jetzt hat er allerdings schon fast eine Sekunde Rückstand. Das wird dann nichts mehr. Aber finde ich schon ziemlich erstaunlich, dass er hier so gut unterwegs ist. Ja, da hat er doch mal irgendwie einen ausgepackt. Wollen wir mal hoffen, dass er im Rennen so weit unbeschadet bleibt, dass es keine größeren Anlässe zu Ärgernissen gibt. So, Dennis Erner ist dann wieder raus aus den Top 5. Klar, wenn der Olaf Nester vorne reinfährt und versucht jetzt hier alles so und ist auch gerade auf die Reihe gefahren. Und ja, Martin Schmidt hat Olaf Ness verdrängt. Also Martin Schmidt hat es geschafft, ist auf Platz 2. Und jetzt werden die Abstände bei den Top 5 auch sehr, sehr, sehr eng. Also die größten Abstände sind noch zwischen den ersten drei. 4 Zehntel fehlen Martin Schmidt auf den erstplatzierten Stefan Hauenstein. Etwas über 3 Zehntel fehlen dem Olaf Ness auf Martin Schmidt. 66.000stel dann Dennis Erner auf Olaf Ness. 0,172, also etwas mehr als 1,5 Zehntel der Jens Erner hinter seinem Bruder. Ja. Und Markus Farnhold auf der jetzt momentan 6. Position. Ist man gerade 98.000stel hinter Jens Erner. Und wenn er die 8 Zehntel jetzt ins Ziel bringt, dann hat er den Jens wieder verdrängt. Dann fährt er genau zwischen Dennis und Jens Erner. Aber Jens Erner hier als G-Cup-Fahrer in den Top 5, das ist schon echt eine kleine Sensation. Ja, scheinbar der Stefan Bäumer hat wohl auch Startverbot, Qualiverbot. Da konnte ich jetzt nicht wirklich was lesen. Ich habe noch versucht, die Strafen, also von Laguna Seca hat es eigentlich keine Strafen gegeben, sagte der Jens. Da gab es keine Beschwerden, kein gar nichts. So, jetzt gucken wir mal, was der Markus hier zusammenfahren kann. Ob er hier nochmal... Oh, nee, das reicht definitiv nicht. Da hat er irgendwo gepatzt. Das habe ich jetzt nicht selber sehen können. Vielleicht habt ihr es ja gesehen. Wir waren ja drauf. Ich habe immer noch ein bisschen hier auf die Scoring-Tabelle geschaut. Er bleibt auf der 6 und auch nur 0,132 Sekunden hinter dem Markus Farnhold fährt der Jens Purkott. Aber der fährt Eugen. Ach nee, das ist der Robin Frischkopf. Entschuldigung. Da haben wir den Jens. Der Robin wird wohl mit seinen 60 Kilo Zusatzgewicht noch nicht so angreifen können, dass er hier im Quali großartig was reisen kann. Aber wir haben gesehen, der ist das letzte Mal mit, ich glaube, 75 Kilo immer noch aufs Podest gefahren. Also da machen wir uns jetzt gar keine Gedanken, dass der keine Chancen hätte im Rennen nachher. So, jetzt kommt der Jens zur Zwischenzeit. Wollen wir mal gucken, was er hier reißt. Naja, der reißt hier gar nichts. Das ist wahrscheinlich ein Inlap. Olaf Ness hat sich wieder auf... Nee, der, ich glaube, der war die ganze Zeit auf dem 3. Ja, genau, der ist nur von Martin Schmidt verdrängt worden. Ja, Jensi, da ist wohl irgendwie die Strecke ausgegangen. Oh, Stefan Hauenstein hier auf seiner Outlap. Ich raus aus der Box. Das ist seine Warm-Up-Lap. So, schauen wir mal Martin Schmidt. Naja, das ist aber schon grenzwertig, was der hier fährt. In Richtung Cutting gesehen. Ja, und hier hat er jetzt auch, ist ein bisschen die Strecke ausgegangen. So, gucken wir nochmal zum Markus. Der kommt auch erstmal in die Box.
Bisschen staunig, der Fred Dohnke, der sollte eigentlich ja ein bisschen weiter vorne sein, nach den Auftritten der letzten Rennen. Aber, na gut, 2 Zehntel im ersten Sektor fehlen ihm auf die Bestzeit. Aber ich glaube, die Zeiten werden hier im zweiten und dritten Sektor gemacht. Ja, das war schon ziemlich um die Ecke getragen. Auch er hier ziemlich hart über diesen Abweiser. Patrick Flüglisthaler hat es geschafft, auf die 6. Position zu fahren. Ihm fehlen nur 31.000stel auf den Jens Erner. Ah, das war ziemlich aggressiv, aber sah gut aus. War, glaube ich, auch schnell. So, und hoffentlich, ja, sieht gut aus, aber da fehlt ihm etliches an Zeit. Es bleibt bei Platz 11. Robin Frischkopf hat sich vorgefahren auf die 5. Position. Ja, das nenne ich mal... Ja. Hat er eigentlich nichts zu suchen mit seinen 70 Kilo. Jens Erner draußen. Zeit ist auch abgelaufen, also da wird sich nicht mehr viel bewegen. Eventuell Dennis Erner noch was und Olaf Ness. Also gucken wir mal zum Olaf. Nee, der hat auch schon eine Sekunde Rückstand, also das ist eher eine Inlap. So, und Dennis Erner bleibt bei Platz 4. Olaf Ness wird Dritter in diesem Qualifying. So, dann gucken wir mal noch zu den Rest, die hier noch auf der Strecke sind. Da haben wir noch den Arne. Arne Bachem. Der sich auf die 8. Position verbessert. Und zwar geht's 8 Plätze nach vorne. Ich wollte ihn gerade noch ein bisschen loben aufgrund seines vorletzten Rennens. Ich glaube, Road America war das. Eckert Lake. So, alle sind jetzt in der Box. Die ersten 7 innerhalb einer Sekunde. Das ist hier gut auf dieser Strecke. Vor allem, wenn wir mal davon ausgehen, dass die ersten 3 schon 7 Zehntel voneinander getrennt sind. Also das geht hier wirklich dann ab Platz 4 im Hundertstel- und Tausendstel-Bereich. Insgesamt auch sehr, sehr enge Ergebnisse. Also ich sehe hier kaum Platz 7, 31.000stel hinter 6. Platz 8, 21.000stel hinter 7, Platz 9, 46.000stel hinter Platz 8. Also so geht das hier weiter. Und das sind fast alles Tausendstel Abstände. Ja, da kann man glaube ich nicht meckern. So, jetzt warten wir auf das zweite Qualifying. Oh, nee, da warten wir jetzt gar nicht drauf. Genau. Und wir sind auch im Quali.
Robin Frischkopf wird als erster Boxengasse verlassen. Jetzt fährt er. So, jetzt fahren wir mit ihm aus der Box raus. Dann geht es hier runter in diesen Tunnel. Genau. Da kann man schon mal, wenn man ein bisschen optimistisch ist, Auto schon mal gleich schrotten. Ja, und dann fährt er auch ein paar Stupser ab. Naja gut, wir müssen jetzt erstmal rumkommen. Wir schauen mal, auch der Dennis Erner ist unterwegs und auch Olaf Ness kommt jetzt hier gerade in den Tunnel rein. Beziehungsweise wieder raus. Wir gucken jetzt aber erstmal zum Robin. Und der Robin geht jetzt auf seine einzig mögliche schnelle Runde. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Bis jetzt sieht alles sauber aus. Glaube man nicht, dass er hier eine Chance hat, noch weiter nach vorne zu fahren. Aber ja, gut, man weiß es nie. Wenn ein anderer Fahrer einen Fehler macht, dann geht das sehr wohl. Ja, Zwischenzeiten gibt es jetzt logischerweise keine. Ja, der Fünftplatzierte hat natürlich vom Sponsor her richtig gut Geld verdienen, weil der natürlich die ganze Runde hier voll im Bild ist. Ja, das sieht wirklich sehr, sehr flüssig aus, was er hier fährt. Keine größeren Probleme. Auch die Katterei hält sich einigermaßen in Grenzen. Einigermaßen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was die Zeit wert ist. Gar nicht mal so schlecht aus. So, 207.6.18.
Hier müssen wir hin. Und Dennis Erner toppt das natürlich sofort. Aber wir wollen erstmal zum Olaf. Dennis Erner fährt eine 207-507. Gerade mal eine Zehntel schneller als der Robin. Und der war in der Zwischenzeit, wo wir das gesehen hatten, hatte der über eine halbe Sekunde Vorsprung. Also der hat nochmal im letzten Sektor richtig verloren. So, gucken wir zum Olaf, was der hier reißt. Zwischenzeiten werden wir jetzt hier keine mehr bekommen. Logischerweise ist ja fast rum die Runde. Aber das, nee, wird auch keine. Ah, 18.000stel hinter Dennis Erner. Hier haben wir dann schon die erste Verschiebung. So, natürlich auch Martin Schmidt als Zweitplatzierter des ersten Qualifyings hat jetzt den Genuss der ganzen Runde. Im Bild. Oh, wir können jetzt mal ein bisschen ärgern. Gehen wir noch etwas zu Stefan Hauenstein. Aber da gibt es nicht so wahnsinnig. So, er ist auf seiner schnellen Runde 87.000stel schneller als Dennis Erner in der ersten Zwischenzeit. Uiuiui, da draußen stürmt es. Ey, das ist eine wahre Freude. Fast wie zu Hause an der Küste. Oder sagen wir mal zumindest in Nordsee-Nähe, hä? Zweite Zwischenzeit. Und das sieht gut aus. 0,34. Ich glaube, es ist eine 3. Ist ein bisschen verschwommen hier bei mir. Sekunden Vorsprung. Also gute Drittelsekunde schneller. Oder 3,5 Zehntel schneller. Jo, und das war's. Und das war's. Damit hat er höchstwahrscheinlich, also die Chance auf eine Pole hat er mit Sicherheit vertan, wenn Stefan Hauenstein eine saubere Runde fährt. Und hier noch ein Verbremser. Jo, Platz 4 für Martin Schmidt. Platz 4. Olaf Ness nach wie vor noch in der. Ja, und Stefan Hauenstein. Also, wenn er das wegwirft, sorry, dann weiß ich es nicht. 0,778 Sekunden schneller. Als alle, die jetzt bisher gefahren sind in der zweiten Zwischenzeit. Ja, und dann denke ich mal, da wird es nicht. Da wird er keinen. Fehler konnte ich keine erkennen bisher. Ja, das reicht dicke. Und wenn es auch nur halb oder knappe 2 Zehntel sind, die ja am Schluss noch schneller ist. Wobei das ziemlicher Blödsinn ist, was hier angezeigt wird. Das sind 1,5 Sekunden, die er schneller ist als Dennis Erner. Der hat hier eine 206.007 rausgehauen. Was war denn das für eine blödsinnige Anzeige da eben? Ja, wie auch immer. Und zwar hat er das rausgeholt, definitiv im zweiten und dritten Sektor. Sektorzeit. Sektor 2, 50273 zu 51001 von Dennis Erner. Also das sind schon mal gut 7 Zehntel.
Und Sektor 3, 52.220 zu 22.19, nochmal 7/10. Also so kommen die anderthalb Sekunden zusammen. Also das ist schon ziemlich deutlich. So, jetzt warten wir drauf, dass wir hier umschalten ins Warm-up und dann können wir uns ein bisschen mit den Statistiken auseinandersetzen hier. So, sollte soweit sein. Wir gehen dann wieder auf die Strecke. Ja, genauso sieht's aus. So, damit wir hier gar nicht erst irgendwie Qualitäten geraten, falls wir das letzte Mal wirklich vergessen haben, den G-Cup. Irgendwie habe ich da wohl was falsch interpretiert. Wir waren doch noch nicht so weit. Jetzt sind wir aber so weit. Jetzt haben wir nämlich 5 Minuten. Nochmal Warm-up. Da können die sich nochmal mit ihren Fahrzeuggewichten, also vollgetankt und mit den richtigen Reifen auseinandersetzen, die sie dann im Rennen fahren wollen. Wobei in dem ersten der 2 Rennen am heutigen Abend, in dem Sprintrennen über 20 Minuten, wird's jetzt, da wird keiner wohl mit harten Reifen unterwegs sein. Aber egal. Genau, kommen wir erstmal zur G-Cup-Wertung, weil die ist nämlich auch, naja, kann man nicht sagen, es sind beide Wertungen, sind ziemlich spannend. Jens Erner, vielleicht auch nicht ganz unberechtigt, wie wir eben diesen Qualifying gesehen haben, ist führend im G-Cup mit 67 Punkten vor Andreas Braun und Arne Bachem. So, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, ist der Andreas Braun heute nicht da. Und der Arne hat lediglich 4 Punkte Rückstand. Also wenn der einigermaßen vernünftig Punkte heute macht, mit seinem 8. Startplatz, hat er da gute Chancen, zumindest im ersten Rennen schon mal. Dann denke ich mal, ja, könnte da ein bisschen was gehen. Gut, im ersten Rennen gibt es ja nun mal weniger Punkte als im zweiten, ist es kürzer. Aber nichtsdestotrotz ein paar 4 Pünktchen sollte er kommen. Wenn er so um den 8. Startplatz auch ins Ziel kommt und dann im zweiten Rennen, weil da wird ja umgekehrt in der Reihenfolge gestartet, dann steht er doch relativ weit vorne und da haben wir schon gesehen, da kann er, wenn er will. Und vielleicht ist das auch wieder eine Strecke, die ihm liegt heute. Platz 4 für Micha Tröscher. Auf der 5 Jürgen Engelhardt. Und das ist hier ganz, ganz eng. Nur mal die Punkte mit vorgelesen. Also Micha Tröscher 42 Punkte, Jürgen Engelhardt 35, Lars Borkowski 33, Oliver Ketzer 29, Ulrich Windmöller 26, Herr Bregartner 23 und Jari Stark 21. Das sind die Top 10 aus dem Cup. Und wenn wir uns jetzt mal die Hauptwertung nehmen. Da haben wir den Robin Frischkopf. Der hat nicht umsonst so viel Gewicht. Mit 131 Punkten auf Platz 1 und 107 Punkte hat der Zweitplatzierte. Also das sind ja doch schon das ist schon ein richtig guter Abstand. 24 Punkte Rückstand. Also ja, ist ganz, ganz schwer. Ob das noch aufzuholen sein wird für den Dennis gegen einen Robin Frischkopf, bleibt abzuwarten. Martin Schmidt auf der 3. Position mit 101 Punkten, lediglich 6 Punkte hinter Dennis Erner, ist, ja, braucht man glaube ich nicht viel sagen, der hat noch alle Chancen, schnell genug ist er auch. Stefan Hauenstein mit 99 Punkten auf der 4, der hat auch noch reelle Chancen, wenn der denn die restlichen Rennen, die hier noch anstehen, vernünftig zu Ende fährt. Jetzt die mittlere Phase, also vom 4. jetzt bis zum 7. Rennen einschließlich, das war nicht so der Brüller, den er da gebracht hat. Danny Volkert nochmal 20 Punkte dahinter auf der 5.
Jens Purkott 71 Punkte auf der 6, 8 Punkte hinter Danny Volkert. Markus Farnhold 55 Punkte auf der 7. Kevin Flitsch fährt schon eine ganze Weile nicht mit. Edgar Ostermann vermisse ich heute auch auf der 9. Und Jens Erner als bester und einziger G-Cup-Fahrer hier in den Top 10 der Hauptwertung. Ja, dann kommen wir noch mal ein bisschen zu den Gewichten. Robin Frischkopf, 60 Kilo hat der Junge drin. 60 Kilo. Da gibt es nämlich auch nochmal 20 Punkte, also 40 Kilo Strafgewicht aus den letzten Erfolgen plus 20 Kilo Strafgewicht für die Meisterschaftsführung. Also es reicht aus, die Meisterschaft anzuführen, dann hat man schon mal pauschal 20 Kilo drauf. Genau. Dann Dennis Erner mit als Zweitplatzierter in der Meisterschaft mit 15 Kilo plus 20 Kilo Erfolgsblei macht summa summarum 35 Kilo und mit 40 Kilo fährt Martin Schmidt. Der ist nämlich Dritter in der Meisterschaft und hat 30 Kilo Erfolgsblei. Ja, und Christian Rückert ist heute nicht dabei, war glaube ich auch das letzte Mal nicht dabei, wenn ich mich ganz schwer irre. Nee, doch, letztes Mal war er dabei. Weiß gar nicht, wo er gefehlt hat, irgendwo hat er mir gefehlt. Ja, jedenfalls. Und Markus Farnhold ist auch noch mit 15 Kilo bewaffnet oder bewehrt oder wie auch immer, bewichtet. Also schauen wir mal. So, das haben wir jetzt super gut hingekriegt, weil wir haben jetzt noch 25, 24, 23, 22 Sekunden Zeit, bis das Warm-up abgelaufen ist. Wir haben auch noch ein paar, sehen auch noch ein paar Zeiten. Die liegen allerdings alle im 2.8er, 2.9er Bereich. Also das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Da wissen wir jetzt nicht so wirklich, der Julian Siebenbiedel ist da. Ja, großartig. Und fährt auch mal gleich auf die 1. Also, und Jan Baskenes sehe ich hier auch noch. Wer fehlt denn dann bitte? Wir sind doch immer noch 25 Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Jan vorher schon da war. Vielleicht sollte ich das ganze Ding mal hier restarten. So. Auf geht's. Ihr seht hier nochmal die Quali-Ergebnisse. Das heißt, ihr seht nichts. Ihr seht nur die Quali-Zeiten von den ersten fünf, aber die Reihenfolge der anderen seht ihr. Also nicht schlecht. So, irgendwie sind es, trotzdem jetzt hier neue Leute dazugekommen sind, sind es auf einmal weniger Fahrer. So ganz blicke ich es nicht. So, die Herrschaften gehen jetzt auf ihre Einführungsrunde. Beziehungsweise ihre Formation Lab. Nee, gehen sie nicht. Es ist mal wieder irgendwas passiert. Wahrscheinlich die Reihenfolge stimmt nicht oder sind zu viele Leute vom Server geflogen. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist halt, ja. Gut. Ja, und dann lehnen wir uns mal ganz entspannt zurück. Und dann denken wir uns da gar nichts Böses bei. Holen wir uns noch einen Kaffee oder... Uff. Ja, nee, wir wollen nicht so viel Kaffee trinken. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ewig gebraucht. Also man merkt es auch wirklich jeden Tag, den man älter wird. Es geht einfach nicht mehr so wie früher. Also jetzt kommt mir nicht mit irgendwelchen Spitzfindigkeiten. Es betrifft, ja, es geht einfach nicht. Genau.
Also die Zeit, die da oben jetzt abläuft, die müsst ihr natürlich nicht abwarten. Das wird schneller gehen. Ah. Nee, das wird wohl auch nicht stimmen. Keine Sorge, ihr verpasst noch nichts. Ich weiß, dass ich dieses Flyer habe. Mag nur nicht die ganze Zeit dieses Hin- und Herschalten sehen, anzeigen. Ja, und so, jetzt können wir, jetzt sind wir allerdings wieder im Warm-up. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder auf die Strecke. Hoffen mal, dass das jetzt funktioniert. Ich glaube, da müssen wir den Server mal noch ein bisschen, ja, optimieren. Ja. So, wollen wir hoffen, dass jetzt die Reihenfolge stimmt. Nee, stimmt sie immer noch nicht. Also ich meine, dass der Martin Schmidt vor Robin Fischkopf war. Nee, war er nicht. War er nicht. Stefan Hauenstein, Dennis Erner, Olaf Ness, Robin Fischkopf und Martin Schmidt waren die ersten fünf. Das scheint jetzt zu stimmen. So, da fahren sie wieder, die Herrschaften. So, gucken wir mal, ob das hier alles so seine Richtigkeit hat. Nee, also irgendwie stimmt jetzt die Reihenfolge hier gar nicht, aber die mir hier jetzt vom angezeigt wird. Aber gut, vielleicht habe ich ja hier auch nur Bug im ja, zumindest stehen wir jetzt da, wo Simmers TV steht jetzt da, wo sie hingehören. Eben standen sie nämlich auf Platz 11. Ja, sieht doch nett aus. Eigentlich hätte man hier diese Busstopp noch fahren können. Wäre gar nicht so schlecht gewesen. Ja, das sieht doch schon fast aus, als würde man hier Rennen fahren. So, Stefan Hauenstein, Dennis Erner stehen in der ersten Startreihe, Olaf Ness und Robin Fischkopf zweite, dritte Startreihe für Martin Schmidt und Jens Erner, vierte Startreihe für Patrick Flüglisthaler und Arne Bachem, fünfte Startreihe für Markus Farnhold und Jens Purkott, auf der 11 Jan Baskenes, 12 Fred Donke, 13 Chris Birchecker, Jari Stark auf der 14, 15 Jürgen Engelhardt, Lars Pakowski auf der 16, auf der 17 Micha Dröscher, 18 Micha Bregartner, Silas Flüglisthaler auf der 19, Ralf Minwegen 20, Andreas Wollin 21, Laubach auf der 22, dass er Michael heißt, weiß ich mittlerweile, aber trotzdem, er es in einem Jahr oder zwei Jahren nicht schafft, seinen Vornamen im R-Faktor zu schreiben. 23 Bürger Ludwig und 24 Julian Siedenbiedel. Schade, dass der... Ach doch, da ist er ja, der Andreas Wollin. Der 21, ja, ja, genau. Ja, wollen wir mal gucken, was die Jungs reisen.
Da sind die Ampeln. Und ab geht's. Oh, und da kommt hier einer richtig gut weg. Und zwar ist das der Dennis Erler, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Irgendwas Grünes jedenfalls. Nee, der Martin Schmidt. Der Martin Schmidt hat einen super sensationellen Start erwischt. Das sieht noch alles so aus, als ob die alle im Renntempo wären. Oh, da geht einer eine etwas engere Linie. Und der Führende eine etwas weitere. Ja, ich glaube, da kann man... Oh, und da hinten scheppert es. Da scheppert es. Ui, 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 ui. Jo, und da wird Grid eingefroren. Das heißt, es ist jetzt erstmal sowas ähnliches wie eine Full Course Yellow. Allerdings ist die nicht Full Course, sondern die wird von der Rennleitung irgendwann ja, freigegeben. So, wie sieht es denn hinten aus? Ja, ich glaube... Ja, der Silas... Oh, Micha Tröscher hat es, glaube ich, wieder erwischt. So, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, ist das jetzt hier wieder... Ja, das Rennen ist wieder freigegeben. Oh, da hat einer Motorenprobleme. Da brennt es irgendwo. Da qualmt es. Ja, schade, dass jetzt die Abstände da drin sind. Wir gehen mal kurz durch, auch wenn Martin Schmidt hier jetzt... Ja, hier ist natürlich jetzt richtig Abstand. Wo ist denn der Stefan Hauenstein hin? Ist er doch, oder? Ja. So, aber der hat jetzt schon ordentlich Vorsprung vor Dennis Erner. Martin Schmidt auf der 3, auf der 4 Robin Frischkopf, der ist sogar, ja, Patrick Flüchtigsthaler auf der 5, der ist richtig gut vorgekommen, der Patrick. Markus Farnhold auf der 6, auf der 7 Arne Bachem, also der konnte sich behaupten, der hat sogar einen Platz gut gemacht am Start. Auf der 8 Fred Dunke, der ist richtig gut nach vorne gefahren. Auf der 9 Jens Erner, der hat verloren. Und Jens Burkhardt auf der 10. Das sind die Top 10. So, dann gehen wir mal auf die dritte Position. Und somit ist Arne Bachem jetzt bester G-Cup-Fahrer, weil der Jens doch irgendwie 5, 6, nee, 4 Positionen verloren hat. Martin Schmidt versucht es hier gegen Dennis Erner. Uiu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 i. Das war aber mehr als optimistisch eben. Erner hat ihm da ein bisschen Platz gelassen und musste jetzt eine etwas merkwürdige, also keinesfalls Ideallinie gehen. Schmidt macht da richtig Druck. Jo, das hat man davon, wenn man an solchen Stellen versucht zu überholen. Das kostet nur Zeit. So, gehen wir mal zu unseren Gaststartern. Nee, da wollte man nicht hin, das ist kein Gaststarter. Hier spielt die Musik. Hauenstein, klar, schnellste Runde mit 206, 276, ja, das ist ja Wahnsinn. Das hätte ja, oh, ja, und das ist genau die Stelle, die ich meinte, hier ist ein Bug in der Strecke und, ja. Da Jens davon wusste, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, warum man auf der Strecke dann so fährt, warum man das nicht vorher fixt.
So, Andreas Wollin. Mein Gott, wann habe ich den das letzte Mal gesehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ihn schon viele, viele Jahre kenne. Und freue mich total, dass ich ihn hier nach so langer Zeit wieder auf der Strecke sehe. Und verlernt hat das anscheinend nicht. Ja, und das könnte jetzt dazu führen, dass er, in dem Geschlängel kommt er, aber ja, Siedenbiedel ist hier aus dem Rhythmus raus und reicht das jetzt. Nebeneinander sind sie, die beiden. Junge, 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 da hat er aber Glück gehabt, der Herr Siedenbiedel. Vorne ist alles beim Alten, da hat sich nichts getan, da sind auch die Abstände. Naja gut, der Markus van Holt, da gehen wir mal hin. Der ist ziemlich dicht dran an Patrick Flüchlisthaler. Jo. Das war gut gedacht, aber nicht mit dem Körb. Ja, und hinter den beiden sehen wir hier im Timing links, da ist dann schon mal eine Lücke von 4 Sekunden. Das ist natürlich dem Restart geschuldet. Olaf Ness, mein Gott, den hat es auch erwischt. Der ist auch total zurückgefallen. Erwischt sie ihn auf dem Abweiser. Jo. Es bewahrheitet sich immer wieder, zeige niemals längere Zeit einen Fahrer von Dog Racing, dann verunfallt der irgendwann. So, gehen wir nochmal zu Markus. Der ist bis auf 2 Zehntel dran. Der Patrick Flüchlisthaler sollte mal ins Nachbarland reisen, sich ein bisschen Red Bull kaufen, weil dann gibt's Flüchlis. Denn der ist hier richtig unter Druck. Ich meine, hat sich mal irgendjemand Gedanken gemacht, warum ausgerechnet ein Österreicher dieses Red Bull erfunden hat? Ich meine, das ist eigentlich völlig normal, weil ist das ja mit dem Schneckensammeln, ne? Immer wenn ich mich bücken wollte, husch weg, Wahnsinn. Da musste man irgendwas tun, musste man was erfinden und deswegen kommt der erfolgreichste Energy Drink aus Österreich. Schweizer haben Ovo Maltine. Ja, aber irgendwie beißt er sich so ein bisschen die Zähne aus, der Markus. Martin Schmidt ist wieder bis auf 1/2 Sekunde dran an Dennis Erner, Stefan Auenstein davon. Der ist absolut nicht zu schlagen, fährt konstant 6er-Zeiten. Also da geht gar nichts vorbei. Oh.
gerade schnellste Rennrunde 206, 276. Das ist ja sensationell. So, und gerade eben hat Jens Purkott, wir erwarten es, doch geschafft, einen Kontrahenten zu überholen, nämlich den Jari Stark, und fährt somit jetzt auf Position 9. Auch hier eine schöne Gruppe. Oh! Wenn mich nicht alles ganz schwer täuscht, hat er jetzt den Jürgen Engelhardt im Genick. Der ist von 15 oder 16 wieder vorgefahren auf die 11. Also auch der fühlt sich hier anscheinend recht wohl auf der Strecke. Und das wäre ja mal ein Brüller, wenn der Jürgen hier einen Top-10-Platz erreicht und dann im zweiten Rennen, im Hauptrennen ganz vorne steht. Sag mal, hat der hier einen extrem hohen Ping? Nee. Irgendwie warpte dieses Auto eben ein bisschen. Ja, Fred Drunke, Platz 12, dem muss auch wieder irgendwas widerfahren sein. Der war ja schon mal bis auf 8 vor. So, und Laubach ist auch schon ausgeschieden nach 5 Runden. Nee, Quatsch, nach 3 Runden. Jo, und da geht's hier richtig eng zur Sache. Fred Drunke versucht hier alles gegen Jürgen Engelhardt. So, bester G-Cup-Fahrer nach wie vor Arne Bachem. Auf Platz 7, Jens Erner direkt aber jetzt dahinter, allerdings mit 6 Sekunden Rückstand, fast 7, na 6,5 sagen wir mal. Geht's aber gerade rapide runter, der, nee, das war nur, wahrscheinlich ein Ziehharmonika-Effekt. Auenstein hat schon 10 Sekunden Vorsprung auf die zweite Position, also der hat hier irgendwie ein Turbo gefrühstückt, unglaublich. So, Martin Schmidt, muss irgendwas passiert sein. Der ist auf die 6 zurückgefallen. Gucken wir mal. Da fährt er. Aber da vorne ist es spannend. Markus Farnold, da wahrscheinlich dadurch jetzt auf die 5 gekommen. Und der beißt sich immer noch die Zähne aus an Patrick Flüdlisthaler. Es ist so gut wie unmöglich, wenn er ihn hier nicht in die Seite fahren will, muss er da sogar vom Gas gehen. Ja, es gibt eine Lichthupe, das nützt auch nichts, weil es ist ein Positionskampf. Also was soll er machen? Oh, und Jens Purkott will da auch ein bisschen mitmischen. Habe ich jetzt hier gerade irgendwas gesehen von Verschiebung? Hat es jetzt nicht gegeben. Flüdlisthaler nach wie vor auf 4, Farnold auf 5, Schmidt auf 6. Oh, Leute, jo! Was war das denn? Ja, konnte der Jürgen überhaupt nichts dazu, weil das war tatsächlich eine Hier sehen wir es nochmal. Upsala. Jo. Na, so, hier versucht er hier ganz eng durchzugehen.
Ja, und dann musst du da hinten so bremsen. Wer ist das hier? Der Jari Stark, genau. Also, ja, den erwischt es hier. Sehr, sehr schade. Also das war ein reiner Rennunfall. Da kann man überhaupt nichts dagegen tun, dass der Jürgen, der hätte da nicht warten müssen und so viele Plätze verlieren. Jetzt ist er wieder 13. Er hatte echt eine Chance, in die Top 10 zu fahren. So, Martin Schmidt ist vorbei an an Markus van Holt. Ja, und der hat auch schon ein paar Zehntel Rückstand. Ein paar Zehntel ist gut. Knappe Sekunde. So, und Fred Dohnke fährt momentan auf der 10. Position und macht Druck auf Jens Erner. Also, der Jens hätte zumindest jetzt auf der Position die... Upsala, was macht denn der Fred da? Die Chance, hier richtig was zu reißen. Ja, und da geht's über den Abweiser. Ja, ist relativ unspektakulär bisher. Es ist ein schönes Rennen, keine Frage, aber nichts, was jetzt irgendwie einen vom Hocker reißt, wenn ich da an Laguna Seca denke. Aber hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr versprochen von der Strecke. Jo! Meine Fresse, das war ja schon mehr ein Drift. Herr Dunkel, was machen wir denn hier für Aktion? Verlier nicht diesen 10. Platz, der Jari Stark ist hinter dir. So, Bürger Ludwig, da gehen wir auch mal hin. Nee, den wollen wir haben hier, genau. Auch den kenne ich schon sehr, sehr lange. Ich meine, der ist auch schon in irgendeinem 24-Stunden-Rennen bei mir mitgefahren. Auf Simracing.org. Und der macht hier Druck auf Micha Droscher. Also ich finde es ziemlich sensationell, dass der Robin Frischkopf da vorne schon im ersten Rennen auf der Position 3 fährt. Also wieder aufs Podest fährt mit 60 Kilo. Mein gut, er hat jetzt 10 Kilo weniger als in Laguna Seca, also von daher... Muss er ja ein bisschen besser werden. So, Martin Schmidt macht wieder Attacke. Patrick Flütlichsthaler. Aber wir haben noch 50 Sekunden zu fahren. Von daher gucken wir erstmal ganz kurz, wo der Erstplatzierte fährt. Der kommt jetzt hier nochmal über Start und Ziel. Dann gibt es halt noch eine Runde. Genau. Der geht jetzt hier in seine letzte Runde. Und dann gehen wir jetzt nochmal zu Martin hin. Ob der es jetzt, ja, das wird jetzt der Patrick ziemlich doof finden, dass es noch eine Runde gibt. Aber selbst der kommt noch vor Erreichen der, vor Ende der Rennzeit über Start und Ziel. Also, keine Chance. Aber es ist schon echt erstaunlich, was der Patrick Flüglisthaler hier in den letzten ein, zwei Jahren gerissen hat.
der war irgendwie so ein Kandidat fürs hintere Mittelfeld und hat sich jetzt wirklich zu einem, ja, einer Top-Fahrer, vielleicht noch nicht so ganz, aber ja, man sieht es. Ich meine, klar, wenn einer ein Top 5 fährt, dann ist es ein Top-Fahrer. Und er schafft es doch tatsächlich auch, den Martin Schmidt bisher hinter sich zu halten. Und da hinten ran fährt ja auch immer noch der Markus Fahnold, der vielleicht noch nicht so ganz die Hoffnung aufgegeben hat, dass es hier nochmal scheppert. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt nach vorne, weil da kommt in Kürze der Stefan Hauenstein. Naja, noch nicht so ganz, der hat noch eine Minute. Über Start und Ziel. Ja, und Martin Schmidt hat jetzt wieder eine Sekunde Rückstand auf Patrick Flüchsisthaler. Da wird er wohl noch irgendwo mit der Brechstange versucht haben und es hat nicht gepasst. Oder zumindest ist er über irgendeinen Abweiser gefahren oder wie auch immer. Nee, es sind nirgendwo Positionen mehr, wo ich jetzt sagen würde, da gibt es jetzt gleich noch einen Knaller. Wenn da keiner mehr einen Fehler macht, sollte das eigentlich alles so weit gehen. Das Einzige ist vielleicht noch, dass Robin Frischkopf noch an Donis Erler vorbeigeht, was... Nee, das gönne ich ihm ehrlich gesagt nicht. So, herzlichen Glückwunsch, Stefan Hauenstein. Seit langer, langer Zeit hat's mal wieder geklappt. Freut mich enorm. Platz 2 geht an Dennis Erner. Knapp vor Robin Frischkopf. So, und dann kommen hier die anderen. Das ist noch knapper. Platz 4 für Patrick Flüglisthaler und 5 für Martin Schmidt. Auf der 6 Markus Fahnold. Auf der 7 Arne Bachem. Auf der 8 Jens Purkott. Platz 9 für Jens Erner. Jens, du stehst in der ersten Startreihe im zweiten Rennen. Und Jari Stark fährt auf die 10. Position. Somit Pol im zweiten Rennen für Jari Stark. Platz 11, Jan Baskenes, 12, Jürgen Engelhardt, 13, Julian Siebenbiedel, der ist tatsächlich noch bis auf die 13 vorgekommen, 14, Fred Dohnke, 15, Olaf Ness, 16, Andreas Wollin, Chris Pirchecker, 17, Lars Borkowski, 18, 19 für Micha Dröscher, Bürger Ludwig kommt jetzt hier gerade übers Ziel als 20. Silas Flüglisthaler hat noch ein paar Meter, wird aber 21. Ralf Minwegen wird 22. Und Micha Pregartner 23. Ja, da können wir ja nicht meckern. War ein schönes Rennen. Allerdings so die... Ja, Schenkelklopfer, also das, wo ein bisschen Action zu moderieren gewesen wäre, das hat mir gefehlt heute, aber das kann ja noch kommen im zweiten Lauf. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, wenn dann die Top-Leute, jetzt die Sieger des ersten Laufs, dann auf 10, 9, 8 stehen. Stefan Hauenstein, dem traue ich heute auch tatsächlich einen Doppelsieg zu, bei der Speed, die der hat hier. Das ist wirklich unglaublich. Selbst in der letzten Runde ist er noch eine 207 niedrig gefahren. Also da braucht man, glaube ich, keine großen sorry, aber ich habe jetzt gerade hier geguckt. Also selbst die letzte Rennrunde, die 207, 309 von Stefan Hauenstein, ist schneller gewesen als alle anderen Fahrer. Das hat kein anderer Fahrer gefahren hier. Upsala. Ja, jetzt habe ich hier gerade nicht aufgepasst. Das ist eigentlich etwas, was ich ungern habe.
So, da können wir jetzt schon mal so ein bisschen sagen, also Jari Stark und Jens Erner stehen in der ersten Startreihe. Jens Burkhardt und Arne Bachem in der zweiten. Dann 5 und 6, also dritte Startreihe für Markus van Holt und Martin Schmidt. Vierte Startreihe auf Platz 7 der Patrick Füglichsthaler, auf der 8 der Robin Frischkopf. Dennis Erner auf Platz 9 zusammen mit Stefan Hauenstein auf der 10 in der fünften Startreihe. Ja, das ist natürlich ein Brüller. So, jetzt warten wir darauf, dass das hier weitergeschaltet wird. Ja, das ist wieder einer der Rennabende, der etwas länger dauert. Ja, passiert jetzt noch irgendwas? Wir sind im Warm-up, genau. Immerhin. Dann gehen wir mal wieder auf die Strecke. Ja, also hoffen wir mal, dass das jetzt hier im zweiten Lauf ein bisschen mehr zur Sache geht. Also das war schon sehr brav eben, auch wenn es die eine oder andere, naja, Kollision ist schon fast übertrieben. Wir haben den Startunfall gesehen, ungefähr nach einer halben Runde, dann gab es eine kurze Gelbphase. Am Ende der Runde wurde das Rennen dann schon wieder freigegeben. Gelbphase heißt in dem Fall nicht irgendwie an der Stelle ist gelb, sondern die ganze Strecke ist gelb. Und der Führende fängt dann den Rest des Feldes ein. Jeder fährt an der Position, wo er nach dem Unfall war, also nicht wieder in die originale Startaufstellung. Also wenn er einen Unfall hatte, auf schuldlos oder Verursacher war, spielt keine Rolle. Pech ist Pech und Motorsport ist Motorsport, muss er da weiterfahren. Und ja, und dann ja ein bisschen hin und her mit Martin Schmidt, weil gut am Anfang dann irgendwie Pech gehabt, so durchgereicht worden, dann wieder sich nach vorne gefahren und dann ewig auf Platz 5, 6 rumgehangen. Zum Schluss hat es dann gereicht für die fünfte Position. Aber ja, viel Spaß hat uns eigentlich so das mittlere und hintere Feld gemacht heute. Da haben wir auch ein bisschen was gezeigt im ersten Rennen. Also gucken wir mal, dann jetzt weitergeht. So, ein paar Leute sind tatsächlich auf der Strecke. Die Reihenfolge hat jetzt nichts mit der Startaufstellung zu tun.
Ja, freuen wir uns. Eine Minute haben wir jetzt noch, dann sollte es hier weitergehen. Also ich guck mir das nochmal an. Jari Stark wird auf der Pole Position stehen. Zum zweiten Lauf. Gute Zehnte am ersten Lauf. Deswegen jetzt die Position 1 für ihn. Jens Erner auf der 2. Ah, wir haben so ein bisschen vergessen den G-Cup. Ja, siehst du, so ist das. Also Arne Bachem kommt tatsächlich als Siebter ins Ziel. Und ja, hat dann da schon mal richtig Punkte sich reingeholt für seine Position in der Meisterschaft. Und bekommt natürlich auch richtig Punkte für den G-Cup. Also der ist da ziemlich weit vorne dann. Und kommt sogar vor seinem Teamkollegen, vor Jens Burkhardt ins Ziel. Also, wer mir das vor einem, vielleicht zum Beginn dieser Saison oder gar letztes Jahr erzählt hätte, den hätte ich einen Vogel gezeigt. Aber passt, der Arne kommt klar. Jens Erner wird Zweiter im G-Cup. Und wenn mich nicht alles täuscht, ja, ich weiß nicht genau, ich glaube, der Jari Stark ist auch ein G-Cup-Fahrer, der hat nur das G nicht an hinterm Namen. Oder direkt nochmal gucken. War das hier irgendwo? Hier dürfte es auch, ist weit abgelaufen. Ja, der Jari Stark ist Dritter im G-Cup. Genau, der ist auch ein G-Cup-Fahrer und hat kein G. Genauso wie Micha Tröscher, obwohl der hat glaube ich jetzt eins, und Patrick Garbe. So, auf geht's. Hier 3, 2, 1 und an die Ampeln. Ab geht's dafür. Ja, da pennt einer. Nett gemacht mit diesem Dach, ne? Ja. So, Startaufstellung habe ich ja schon zweimal verlesen. Ja, das Warm-Ups, das spare ich mir jetzt. Aber der Hinweis, dass der Jari Stark auf der Position 1 steht, das wir nicht nehmen. Mal gucken, wo es für ihn dann endet, dieses Rennen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen auf die falschen Tasten gekommen. Jo, ne? Fährt auch genau mitten durch die Kamera. Kamera kaputt. Wäre finanzieller Schaden. Thank you.
So, da haben wir den Führenden, der jetzt hier auf die Startgerade einbiegt. Main PC. Eigentlich hatten sie nicht genügend Geld für die Startnummern, Startnummertafeln. Irgendwie, deswegen haben sie das hier mit einer Spraydose aufgesprüht. Aber ist auch okay, klar. So, da sind die Ampeln. Oh, haben sich da welche bewegt. Und Martin Schmidt wieder mit einem sensationell geilen Start, wenn ich das richtig sehe. Hoppala. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob die hier alle vernünftig durchkommen. Bis jetzt sieht das gut aus. Oh, das sahst du vorhin auch. Bis man dann hier nach dieser Geraden anbremst. Da wollen wir mal hoffen, dass jetzt hier nichts wieder passiert. Jetzt sieht das alles ganz hervorragend aus. Alle kommen hier gut durch. Wunderbar. So, wer ist denn da jetzt so weit nach vorne gefahren? Was macht denn der Purkott auf 1? Ja, wohl nicht. Unglaublich. Nee, wer war denn der grüne Nissan da? Also. Ah, da ist er. Markus Farnhold. Der hat einen super Start hingelegt. Möchte ich meinen, dass er das war? Hoppala. Ja, da muss einer den Notausgang nehmen. Ich glaube, das war der Markus. Nee, das war er nicht. Martin Schmidt war das, glaube ich. Genau. So, und im Mittelfeld geht es hier mal richtig zur Sache. Hauenstein nur 2 Plätze gut gemacht bisher. So, und jetzt sieht das natürlich alles schon mal viel, viel, viel spannender aus. Die Abstände, nicht ein Abstand über einer Sekunde, doch zwischen dem Platz 4, 5 und 6, da sind Sekundenabstände, aber etwas nur knapp über eine Sekunde, ansonsten nur 0,00 irgendwas. Also, grandios. Ja, man sieht es ja hier. Hier an der Schnur gezogen. Ja, da weiß man jetzt überhaupt gar nicht, wo man hingehen soll. So, Hauenstein ist jetzt schon auf 6. Haben wir ja gesehen, ist jetzt gerade vorbei, hat da gar nicht lange Federlesens gemacht mit Dennis Erner und Patrick Flüchtisthaler. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Flüchtisthaler jetzt hier angreift. Wenn, dann kostet ihm das höchstens noch Position gegen Dennis Erner. Nee, ist gut gegangen. Das nenne ich mal Abstände. Hm.
Heckkamera wollen wir eigentlich. So sieht's hier in der Heckkamera aus vom Patrick Flüglisthaler. Und Hauenstein jetzt 2-3 Kurven und dann kann er sich einigermaßen lösen. Ja, Jens Puckert hatte mal ganz kurzzeitig die schnellste Rennrunde. Das hat aber wurde gleich wieder pulverisiert von Markus Fahnholt. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Hoppala, da hat einen erwischt. Den Jari Stark hat es erwischt. Ach Mensch. Das ist ja ärgerlich. Ja, der hat ein Problem. Lass uns mal schauen. Ja gut, das war eine Berührung. Aber, ja, legt hier frontal ein. Was ist jetzt das Problem? Der hat Untersteuern. Ohne Ende. Kommt hier wieder raus. Na gut, schauen wir mal. Mal hoffen, dass er das Rennen fortsetzen kann. Sehr, sehr schade. Ist jetzt auf 13. Uiuiuiui, was ist denn hier los? Hier geht's zur Sache. Julian Siebenbiedel ist schon auf die 8 vorgefahren. Robin Frischkopf nur 9. Martin Schmidt ist jetzt komplett zurückgefallen, ist jetzt 16. Und hier brennt wirklich die Luft. Da fährt der Robin Frischkopf im Getriebe von Julian Siebenbiedel. Die roteste Frittentheke der Welt. Upsala. Und da gab es einen kleinen Quersteher. Bisschen die Balance verloren. Ja, so sieht das doch hier aus, Bella. Das ist die US Day Speed Association. Ja, habe ich es nicht gesagt. Hauenstein 207248. Da geht auch noch ein bisschen mehr. Mittlerweile auch schon auf Platz 5. Arne Bachem ist 4. Ich werde verrückt. Jens Purkott da vorne mit 2 Sekunden Vorsprung auf Markus Fahnholt und der wiederum hat 2 Sekunden Vorsprung auf Jens Erner. Das wird ein hartes Stück Arbeit für den Stefan Hauenstein, wenn er da rankommt. Er hat jetzt momentan 5 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Naja, das ist aufzuholen. Also wenn er freie Fahrt hat, wird er das aufholen, aber momentan hinter ihm wird gefightet. Der Flüglisthaler versucht, sich den Siebenbiedel vom Hals zu halten. Und Robin Frischkopf sagt sich, ach komm, ich war auf dem Podest. Das reicht für die Meisterschaftspunkte. Hammerharte Gruppe hier. Aber die Abstände sind überall noch verdammt eng. Also das ist irre. Gucken wir mal zum Jan Baskenes. Den haben wir heute noch gar nicht gezeigt. Der hängt hier hinter Fred Donke fest. Ja, der Fred fährt hier auch ein bisschen abseits. Aber er fährt und wird dadurch nicht langsamer. So, momentan fahren gerade alle ihre schnellsten Rennrunden. Und zwar von Platz 6 bis Platz 13. 14, 15. Alles Bestlaps.
Naja, gut, jetzt hat sich so ein bisschen auseinandergezogen. Wir sind jetzt in der vierten Runde. So, und Hauenstein ist dran an Arne Bachem. Arne Bachem seinerseits aber auch nur 2 Zehntel hinter Jens Erner. Der könnte, glaube ich, schneller. Der könnte schneller. Hammerharte Bilder. So wünschen wir uns das. Ja, das nützt alles nichts in diesem Geschlängel, Hauenstein. Das geht hier nur mit Ausbeschleunigen. Hauenstein, neue Bestzeit. Nee, neue beste Bestzeit. Ja, und er verliert aber auf Jens Burkhardt. Jens Burkhardt fährt fast eine Sekunde langsamer, aber es nützt nichts, weil er, wenn er mal eine gute Runde hat, dann hatte er auch ein bisschen Luft. Jetzt versucht er es. Nee, auch das klappt wieder nicht. Jetzt könnte es aber passen, außenrum hier. Kann er mehr Schwung mitnehmen? Es reicht wieder nicht. Oder doch? Oder? Jetzt holt er sich hier in den Windschatten und jetzt geht er vorbei. Jetzt geht er vorbei. Definitiv. Das muss passen. Das tut es auch. Olaf Ness und Christian Engelhardt balgen sich hier. Und da ist auch noch der Martin Schmidt mit dabei. Ja, der geht, nutzt die Gunst der Stunde und geht mit vorbei an Jürgen Engelhardt. Herr Schmidt, ich würde Ihnen dringend empfehlen. Ey, macht das sauber, kann man gar nicht meckern. Ja, da ist man. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ja, und der Engel hat dann auch wieder vorbei an Ness. Also hier ist auch richtig was los. Dann haben wir noch den Jari Stark, unseren Polsetter, der hier hinten rumgurkt. Das Pirchecker kommt dann dahinter. Das war der falsche. Da, ah, Mann. Oh, und Jens Burkhardt verliert wieder Zeit. Markus van Holt noch 7 Zehntel zurück. Jens Burkhardt letzte Runde 209,170. Ich glaube, da war er in der Vorstellungsrunde schneller.
Da sind die beiden. Und direkt hier dahinter die Verfolgergruppe. Jens Erner, Stefan Hauenstein und Arne Bachem. Und jetzt guckt euch das an. Der Arne lässt sich hier nicht abhängen vom Stefan Hauenstein. Also einen Podestplatz hat der noch nicht abgeschrieben. Definitiv nicht. Ja, und Stefan Hauenstein hat natürlich jetzt jemanden vor sich, wo es extrem schwer ist, vorbeizukommen. Nämlich, ja, aber jetzt könnte es passen. Nee, passt nicht. Aber jetzt passt. Jetzt passt hier. Ja, Hauenstein vorbei. Allerdings jetzt auf der Startziel. Weiß ich nicht, ob der Ferrari nicht vielleicht kontern kann. Hauenstein fährt ihm jetzt hier einmal quer. Und jetzt sollte er es eigentlich im Griff haben. Hauenstein Dritter. Und jetzt wird es echt haarig. Jetzt hat er 4 Sekunden aufzuholen auf den Markus van Holt. Das sollte eigentlich kein Problem sein. So, und der ist aber richtig dran an Jens Puckert. Und das kommt jetzt natürlich dem Stefan Hauenstein zugute. Wenn jetzt Markus van Holt mit dem führenden Jens Puckert fightet, dann verlieren die natürlich Zeit. Letzte Runde, Jens Puckert 209.383, nochmal schlechter als in der Runde zuvor. Und Markus van Holt eine ganze Sekunde schneller im letzten Umlauf. Ja, und es ist so, wie wir das vorhin vermutet haben. Der Jens hat hier auf der Geraden sehr, sehr viel Abtrieb. Dafür kann... Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Scheibenkleister. Der Jens konnte... der Markus konnte mal gerade so eben noch seine Position halten. Das Problem ist jetzt, Stefan Hauenstein ist mehr oder weniger dran. Also der hat noch ganze 2 Sekunden Rückstand auf Jens Puckert. Und 7/10 Rückstand auf Markus van Holt. Das wird ein hammerharter Fight hier vorne. Noch vor den Boxenstopps. Wir sind jetzt kurz vor der Halbzeit. Frage ist natürlich, wie ist jetzt geplant? Mit wie viel Sprit ist der Stefan losgefahren? Hat er weniger getankt? Sodass er jetzt hier schneller durch die erste Hälfte des Rennens kommt? Oder hat er vollgetankt, weil er gesagt hat, ich bin sowieso schneller als alle anderen. Mindestens 1 Sekunde pro Runde. Da kann ich auch voll tanken und dann ganz zum Schluss erst in die Box kommen. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Jetzt hier außenrum. Das wird aber nichts, da muss er zurückstecken. Wird aufs Auto ein bisschen unruhig. Jetzt geht er hier einen weiten Bogen. Und Stefan Hauenstein ist durch. So, jetzt wird Jens Puckert da vorne natürlich sehr, sehr nervös werden. Hoppala, da schießt einer etwas übers in Anführungsstrichen hinaus. Der Arne Bachem, da hat er sich ein bisschen verbremst. Das kostet ihn jetzt mal direkt 1 Position auf den Jens Erner. Jetzt ist er nur noch Fünfter. Wieder nur noch Fünfter. Ja, konnte so gut dranbleiben. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen die Reifen überfahren. Und der Jari Stark hat wieder ein Problem, fällt wieder zurück. 8:17, ach, es ist so schade. Ich glaube, das ist ziemlich frustrierend. So, und Hauenstein ist dran an Puckert.
Das ist nicht nur dran, sondern das ist richtig Alarm. Jo! Außenrum! Purkert kommt in die Box. Ah! Er sagt sich, ich probier's jetzt. Und Hauenstein jetzt hier mit dem kleinen Schlenker. Das könnte eventuell für Markus Farnhold eine Möglichkeit werden. Nee, reicht nicht. Allerdings sind es auch Teamkollegen, also ich gehe mal davon aus, dass die sich jetzt hier nicht gegenseitig das Leben schwer machen. So, so eine ganze Menge Leute in der Box momentan. Von daher können wir jetzt einfach mal so ein bisschen hier Jens Erner. Und Arne Bachem. Arne Bachem setzt einen Jens Erner unter Druck. Und das sieht gut aus. Das sieht ganz hervorragend aus. Da muss man sich auch überhaupt nicht verstecken. Das war ein grandioses Manöver. Jetzt nur die Frage, kann jetzt Erner nochmal kontern? Auch das sieht nicht schlecht aus. Jo. Ist wieder vorbei. Ja, gehen wir mal ein bisschen weiter. Julian Siedenbiedel auf der 5. Robin Frischkopf 6. Der Julian kommt auch in die Box. Patrick Flüglisthaler auf der 7. Ja gut, die Positionen sind jetzt hier eher unwichtig. So, der Jens ist auf Position 10 wieder rausgekommen. Müsste jetzt schon mal gleich zwei Positionen wieder gut machen. So sieht's aus. Jetzt ist er auf 8. Markus Farnhold hat er schon mal hinter sich. Aber der kommt auch schon wieder raus. Hat aber 2,5 Sekunden Rückstand. Lars Pokowski als Drittplatzierter momentan im G-Cup. Da verbremsen, wenn sich einer verbremst, verbremst sich der andere auch. Ja, Julian Siedenbiedel hat es nicht so gut erwischt. Aber gut, der war auch noch ein Stück weiter hinten. Fährt jetzt bereinigt nach den Positionen, die jetzt schon in der, oder nach den Fahrern, die schon in der Box waren. Wäre jetzt auf Platz 13. Das wird sich natürlich noch zu seinen Gunsten verändern, weil da sind ganzes Teil Fahrer, die noch nicht in der Box waren vor ihm. Dennis Erner. Ja, und was soll ich sagen? Jens Erner führt vor Arne Bachem.
So, Robin Frischkopf an der Box, Jens Burkhardt vorbei, der ist dann bereits wieder Sechster. Aber wieder mit einem sehr kurzen Boxenstopp. Wieder auf der Strecke, kommt als Achter wieder raus. Und Stefan Hauenstein war ebenfalls in der Box und ist vor Jens Burkhardt. Uiuiuiui. Der Führende hier mit einem Ausflug. Das kostet natürlich die Zeit nachher beim Boxenstopp oder nach dem Boxenstopp und Boxenstopp dann Positionen kostet. Jo, und jetzt kommt hier der Fehler und jetzt sollte Bachem die Führung übernehmen. Und das tut er hier außenrum. Aber hammerhart. Hammerhart das Manöver von Arne Bachem. Also das Schönste, was wir heute bisher gesehen haben. Sauber gemacht. Da der Fehler von Jens Erner ging voraus, aber da die Linie jetzt so durchzuziehen, alle Achtung. So, die ersten vier noch nicht in der Box, sprich Bachem, Erner, Flüchtlingsthaler und Paskenis. Und dann wäre Boxenstopp bereinigt, Stefan Hauenstein auf der 1, Jens Burkhardt 2, Markus Fahnold 3 und Robin Frischkopf 4. Also Robin Frischkopf durch den Boxenstopp richtig was gut gemacht. Julian Siedenbiedel wäre Fünfter, Dennis Erner wäre Sechster. Martin Schmidt hat hier zwei Boxenstopps stehen, also das halte ich eher für ein Gerücht. So, Paskenis jetzt in der Box und Flüchtlingsthaler. So, da ist jetzt hier vorne nicht mehr so wahnsinnig spannend. Aber die zwei. Robin Frischkopf und Markus Fahnold. Ich glaube, der Robin hat sich noch nicht damit abgefunden, auch im zweiten Lauf nicht aufs Podest zu kommen. Im ersten hat es ja geklappt mit dem dritten Platz. Sollte er hier nochmal einen dritten Platz einfahren, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wer soll diesen Mann in dieser Meisterschaft schlagen? Stefan Hauenstein hätte sicherlich das Zeug dazu, müsste aber konstanter fahren. Das reicht nicht. Oh, und Frischkopf hier ganz sauber die Linie getroffen, während sein Kontrahent hier deutlichen Fehler gemacht hat. Das ist außenrum. Da lässt er ihm auch den nötigen Platz. Markus Fahnold und Robin Frischkopf. Und Frischkopf ist durch. Und da sagt er auch Danke, weil das war wirklich sehr, sehr fair von Markus Fahnold gefahren. Hat ihn da in dieser, ja, in diesen Spitzdingern da Spitzdingern, genau, in den Kurven, in engen Kurven viel schön Platz gelassen. Ich glaube, dass die Lichthupe von Robin war eigentlich ein Danke. Ich hoffe, der Markus hat das auch so verstanden, weil der hat erwidert. So, kommt jetzt hier der Konter. Arne Bachem immer noch vorne. Allerdings in der letzten Runde zwei Sekunden, fast zwei Sekunden, 1,7 Sekunden langsamer als Stefan Hauenstein und auch eine gute halbe Sekunde langsamer als Jens Burkhardt. Das macht jetzt irgendwo keinen Sinn, noch länger draußen zu bleiben, wenn er keine schnelleren Rundenzeiten gehen kann.
Kann ja sein, dass da eine Überrundung dabei war oder wie auch immer, aber das wäre schon ziemlich daneben. Jetzt kommt hier der Angriff. Buschkopf lässt ihm Platz, aber bleibt vorne. Oh, das ist eine Überrundung hier. Der macht auch super fair Platz. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Stefan Auenstein, 206483, schnellste Rennrunde. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr wirklich kommentieren. Hat mittlerweile auf Jens Purkott, Arne Bachem jetzt in der Box. Da gehen wir jetzt mal hin. Ist jetzt schon Fünfter, Sechster, da kommt er wieder raus. Kommt er auf den sechsten Platz? Bleibt er da oder geht er Dennis Erner noch vorbei? Nee, er bleibt da. Er bleibt auf dem sechsten Platz und dann wollen wir mal hoffen, dass das auch das Ergebnis ist. Jürgen Engelhardt jetzt in der Box. Jan Baskenes macht Druck auf Patrick Flüchtigsthaler. Der ist jetzt mittlerweile durchgereicht bis auf die 10. Beziehungsweise auf die 9. Wenn der Jan jetzt hier die richtige Linie findet, dann tatsächlich die 10. Martin Schmidt hat sich bis jetzt noch nicht so wirklich wieder erholt. Stefan Auenstein hat bereits 10 Sekunden rausgefahren auf Jens Purkott. Also das sagt, glaube ich, alles. Allein in der letzten Runde 2,7 Sekunden schneller als Jens Purkott. Robin Frischkopf fährt gerade seine beste Runde in diesem Rennen. Und zwar akkurat dieselbe Zeit wie Jens Purkott. Beide Best Labs 107870. Das nenne ich doch mal, ja. Nur das Problem ist, dass Jens Burkhardt in der letzten Runde 2088 gefahren ist und Robin dadurch, ja, eine Sekunde rangefahren ist, weil er war eine Sekunde schneller. So, Julian Siebenbiedel ist gerade auf die 4 gekommen. Warum? Weil Markus Farnhold irgendetwas gemacht hat, was so nicht hätte sein sollen. Genau, das hat er gemacht. Schön Abflug hier, schön rausgedreht. Ja, und das kostet dann mal Position. So, der Jan. Der Jan macht Alarm. Und ich glaube, jetzt ist er es langsam leid und jetzt presst er sich vorbei, oder? Nee. Jetzt muss er noch aufpassen, dass er den Martin Schmidt sich da hinten nicht einfängt. Naja, das wird wohl jetzt passieren.
Ja, der Herr Schmidt überbremst das Auto. Das war, glaube ich, ziemlich deutlich zu sehen. Und das passt auch so ein bisschen jetzt zu seinem Rennen. Gucken wir nochmal. Hier die Zufahrt. Da bremst er und bremst er und bremst er und muss überbremsen, weil ja, der Jan da etwas schneller gebremst hat und dann schlägt er auch ziemlich heftig ein. Ja, gut. Dann braucht man nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Lars Borkowski und Jari Stark haben sich gerade da so ein bisschen gebettelt. Was ist da gewesen? Jo, da muss eine weitere Linie gehen. Genau. Ja, da haben wir den Führenden. Und dann kommt lange, lange nichts. Und dann kommt irgendwo der Jens Purkott. Nämlich da. Und dann sind es noch 3 Sekunden. Und dann kommt Robin Frischkopf. So, das Einzige, wo es noch ein bisschen knapp ist im vorderen Bereich, ist bei Arne Bachem. Der ist an Markus Fahnold dran. Aber das dran ist auch, glaube ich, dehnbarer Begriff. Also das ist nicht wirklich dran. Auch wenn es jetzt hier so aussieht. Aber jetzt beim Randbremsen hat er scheinbar einen kleinen Vorteil gehabt. Denn da hat er jetzt eine knappe halbe Sekunde gut gemacht bei diesem Randbremsmanöver. Weiß ich jetzt nicht, was da passiert ist. Ob Markus Fahnold da irgendwo, ja, Fehler gemacht hat. Upsala. So, ja, da kann er jetzt natürlich nichts dafür, wenn der Vordermann da über den Abweiser ballert. Sich dadurch aufschaukelt. So, und jetzt könnte es... Ja, muss er, kann er nicht voll auf dem Gas bleiben. Gefährlich hier. So, Jürgen Engelhardt ist ausgefallen als einziger bisher. In der 14. Runde. So, jetzt passt es aber. Oh, auf dem Grün! Ja, was soll er machen? Irgendwie muss er jetzt mal... Nee, hat nicht geklappt. Ich glaube, den 5. Platz hätte er schon noch ganz gerne, der Arne. Minuten noch. Gucken wir mal, wo der Führende ist. Ja, der fährt die Runde zu Ende und dann noch eine. Olaf Ness, wollen wir noch mal zeigen? Wollen wir es noch mal riskieren? Wir riskieren es noch mal, weil er ist dran an Fred Donke. Ja, ich glaube, der macht da jetzt nicht mehr wirklich noch irgendwie was Schlimmes. Fährt aber sehr, sehr sauber, muss ich sagen. Ja, der Robin Frischkopf nimmt dem Jens schon noch Zeit ab. Nützt aber nichts mehr. Oh, 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 Herr Donke. Naja. Der Olaf konnte es nicht für sich nutzen, aber ich glaube, dem fehlt auch so mittlerweile ein bisschen die Bissigkeit, solche Situationen zu nutzen, weil dem wirklich immer alles Glück dieser Welt widerfährt. Also von daher schon völlig in Ordnung. So, hier haben wir den Führenden.
Was da dahinter fährt, ist nicht Jens Burkhardt, das ist jemand, der überrundet wurde. Wir können mal schauen. Ah, Birger Ludwig, genau. Auf dem 20. Platz. Schön, dass er mitfährt. Auch wenn es vielleicht mit der Performance noch nicht so ganz klappt. Ich glaube, er kann mehr. Er muss sich nur erstmal zurechtfinden hier. Muss man ihm, glaube ich, mal so eine halbe Saison Zeit geben. Oh, Verbremser! Der Stefan sieht es aber. Ja. Es sind momentan nicht wirklich irgendwo Zweikämpfe. Robin ist dran auf eine Sekunde am Jens Burkhardt, aber es wird nicht reichen, vorbeizugehen. Und ich, naja doch, ich glaube, wenn er die Chance hätte, wird er es tun. Aber man darf ja auch nicht vergessen, er hat wirklich 60 Kilo noch zusätzlich im Auto, also ja. Ja, der Stefan Hauenstein fährt jetzt, glaube ich, nicht mehr voll Speed, oder der Bürger Ludwig könnte eigentlich ziemlich weit vorne mitfahren. Hat nur leider immer mal ein paar Problemchen zwischendurch. Ich weiß es nicht genau. So, und wir sagen herzlichen Glückwunsch. Ich habe es vorhin gesagt, ich könnte mir vorstellen, Doppelsieg würde er heute hier einfahren. Tut er auch. Stefan Hauenstein gewinnt hier heute in Abu Dhabi zweimal und das ist doch mal ziemlich grandios. Jens Burkhardt wird Zweiter, kurz vor Robin, ja, kurz dahinter Robin Frischkopf auf der 3. Also auch ein Fahrer mit dem Robin Frischkopf, der zweimal hier aufs Podest fährt heute. Auf der 4 Julian Siebenbiegel, von ziemlich weit hinten, wenn nicht sogar von ganz hinten gestartet. Auf der 4. Auf der 5 Markus van Holt. Ob der so glücklich ist mit sich, weiß ich nicht. Aber Arne Bachem, der wird sicherlich glücklich sein. Weil, ja, weil es ein 6. Platz ist und das eine gute Platzierung ist. Platz 7 für Dennis Erner, der wird auch nicht so glücklich sein. Jens Erner dann schon eher, weil 2. hier im G-Cup. Der Arne übrigens auch Sieger dann im G-Cup. Patrick Flüglichsthaler auf der 9. Wo haben wir ihn? Da. Auf der 10 Jan Baskenis. Auf der 11 Martin Schmidt. Auf der 12 Olaf Ness. Auf der 13 Fred Donke. Auf der 14 Micha Dröscher. Jari Stark auf der 15. Lars Borkowski auf der 16. 17 Chris Pirchecker. 18 Micha Bregartner. Auf der 19 Silas Flüglichsthaler, Bürger Ludwig auf der 20, Ralf Minwegen auf der 21 und Jürgen Engelhardt auf der 22. Ja, da muss man doch mal sagen, das war doch mal eine nette Geschichte. Ju. Ja, ja, du kommst ganz spät dran. So, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind dann so weit, dass wir mit den Interviews beginnen können. So viele verschiedene Fahrer haben wir ja heute gar nicht. Das haben wir unter Umständen schon anders gesehen. Ich muss nur erstmal Sachen hier beisammen suchen, die ich brauche. Na, das ist doch schon mal ganz nett. So, haben wir auch ein Teamspeak, wo wir sehen, wer da ist. Julian Siebenbiegel, ich kann nicht fahren. Aha.
Das sah jetzt aber irgendwie anders aus in dem Rennen. Na gut, nee, schön, dass er noch dazu kam. Das hat er mir im Qualifying geschrieben. Genau, herzlich willkommen hier zur Interviewrunde. Irgendwie die, was weiß ich, Holsteiner 500, keine Ahnung, präsentieren. Ja, erster Lauf, ausgesprochen langweilig für RSA-Verhältnisse. Vielleicht das ein oder andere Manöver irgendwo, aber eigentlich sehr, sehr brav das Ganze. Auch wenn es am Anfang eine kurze Gelbphase geben musste, weil es im mittleren hinteren Feld dann doch gescheppert hat nach einer halben Runde. Aber nichtsdestotrotz war dann vielleicht eigentlich auch die Ursache, weswegen es nicht ganz so spannend wurde, weil natürlich dann irgendwie beim Restart, ich weiß nicht, ob er zu überraschen kann der Jens nachher vielleicht was zu sagen. Auf alle Fälle war das Feld dann ziemlich weit auseinandergezogen. Nichtsdestotrotz, ein Stefan Hauenstein da vorne war absolut nicht zu schlagen. Deswegen interviewen wir den auch gar nicht. Wer so überlegen fährt, der braucht kein Interview mehr. Nee, wir fangen bei Platz 3 an. Stefan, du kannst ruhig hier bleiben. Ich will dich schon noch haben. Robin, machen wir es gleich in einem Aufwasch, weil erklär mir bitte, was soll dich noch stoppen? 2 dritte Plätze mit 60 Kilo drin und im Quali sogar ins Top 5 Quali gefahren. Das letzte Mal hast du noch rumgeheult, hast gesagt, ja, ich habe Quali war sowieso nicht zu erwarten, dass ich da gut bin, aber ich hatte ein gutes Rennsetup. Was war heute? Waren es die 15 Kilo oder die 10 Kilo weniger? Ja, hi Lutz. Also Quali war ich selber sehr überrascht. Ich bin mit 30 Kilo raus und es ging irgendwie gar nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, wäre es halt nochmal raus mit Sprit für eine Runde und dann ging es. Also ich war noch hinter dem Jan. Ich weiß nicht, inwiefern ich da noch Windschatten ein bisschen vielleicht hatte, aber jo, ich war selber sehr überrascht, weil Hotlaps, da war ich gar nirgendwo. Und ich habe hier sehr auf den Geraden gemerkt, dass mir die Leistung fehlt und deswegen musste ich auch mit sehr wenig Flügel fahren. Mhm. Was natürlich dazu geführt hat, dass du super schnell fahren konntest und auf den dritten Platz gekommen bist. Okay, ich denke mal, dass das erste Rennen war auch aus deiner Sicht jetzt nicht so spektakulär. Im zweiten fand ich das schon etwas anders. Was ist denn bei dem Boxenstopp schon wieder gewesen? Du hast, ich glaube, sehr viel Zeit am Boxenstopp gut gemacht. Ich meine, du warst vor dem Boxenstopp irgendwas 6., 7., 8. oder irgend sowas und danach dann 4. Erzähl mal. Ja, da war ich auch da. Dann auch überrascht. habe ich so geschaut, soll ich jetzt schon rein, soll ich später rein? Bin dann, ja, eigentlich dann rein, wo ich vielleicht noch eine Runde hätte fahren können, aber ich hatte sehr Glück, weil ich habe noch im Whisper gesagt, wenn die Ferraris jetzt reingehen vor mir, dann gehe ich nicht rein. Dann sind sie nicht rein, dann bin ich rein und ich habe, ja, ich habe die Box gut geübt, diesen Tunnel und plötzlich war der ganze Pulk hinter mir. Ja. Und wir wissen natürlich auch genau, wie viel wir nachtanken müssen, damit wir nicht zu lange stehen. Ja, das hilft alles ein bisschen. Ja, das mag sein. Also es war jedenfalls wieder sehr, sehr überzeugende Strategiearbeit, das muss man ganz klar sagen, weil da warst du der klare Gewinner. Und ja, dann konntest du dich dann noch mit Markus rumprügeln und mit dem Julian. Aber das letztendlich, war toll, ja, also das hat richtig Spaß gemacht und haben wir auch streckenweise gut gezeigt. Also kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, 2x dritter Platz. Ich denke mal, mit 60 Kilo Zusatzgewicht sehr viel mehr geht nicht mehr, oder? Oder geht's noch mal besser? Nee, also ich hatte das nie erwartet heute, niemals. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ja, was ich mich noch schlagen kann, nächstes Rennen bin ich nicht dabei, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Also Howie ist natürlich, der hat jetzt sehr aufgeholt mit dem Doppelsieg. Ja. Ist natürlich toll, freue ich mich. Jo, schauen wir. Schauen wir, genau. Dennis, schämst du dich wenigstens ein bisschen? Warum? Was war denn im Quali los? Der Jens, habt ihr getauscht oder was war los? Also Jens war ja wirklich der Oberbrüller. Ich habe gedacht, ich habe echt schon ein bisschen bedauert, dass er nicht mehr so dann so richtig gut in die Gänge gekommen ist, aber war ja wirklich grandios. Aber letztendlich, erster Lauf, muss man ganz klar sagen, das war auch nicht von Anfang an abzusehen, dass es ein zweiter Platz am Ende wird, oder?
Nee, ja, ich war froh, dass ich überhaupt so weit vorne stand in der Startaufstellung. Ja, gut, zum Stefan braucht man nicht viel sagen. Der hatte irgendwie eine andere Linie gefunden wie mir alle. Auf jeden Fall war es sau schnell. Ja, gut, ich hatte den Martin dann hinter mir und ich weiß nicht, ob man dann den Stream gesehen hatte. Nach der langen Geraden wollte der mich außen überholen und ich bin dann innen reingefahren, beziehungsweise ich war ja innen, der wollte mich überholen und ich habe das Auto irgendwie so ein bisschen überbremst, habe den berührt und er hat sich gedreht. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich dann die Jury mal angucken, vielleicht war doch nur ein ganz normaler Rennunfall oder ich habe dann halt eine Strafe verdient, keine Ahnung. Ja, und sonst war da drinnen eigentlich ja immer wieder da Martin hinter mir, aber am Ende hat er geschickt für Platz 2. Ja, gut, also der Martin hat heute sicherlich nicht seinen glücklichsten Tag gehabt. Also es war schon sehr aggressiv teilweise und vor allem im zweiten Lauf. Naja, schauen wir mal. Nichtsdestotrotz, Dennis, saubere Sache. Also ich meine, im zweiten war es ja nicht mehr ganz so glücklich, aber da war wirklich Trubel, das kann man nicht anders sagen. Und ja, mein Gott, kann nicht jedes Mal alles super gut gehen. Ne. Genau. So, Jens, mein Lieber, den Stefan hebe ich mir ganz zum Schluss auf. Jens, eigentlich, ja, wenn wer hier schon in die Moderatorenkabine gestürmt kommt und macht, dann müsste man eigentlich schon völlig ignorieren, aber gut. Echt doch, so ein Wort habe ich eigentlich auch gar nicht zu sagen. Genau, mein Lieber. Im ersten Lauf, das war, glaube ich, eher zum Vergessen. Was heißt zum Vergessen? Es war eigentlich gar kein schlechtes Rennen. Bist halt da irgendwo zwischen 10 und 8 irgendwo rumgegurkt und mal ein bisschen weiter vorne, mal ein bisschen weiter hinten. Ich denke mal, da war für alle Beteiligten nicht sonderlich der Brüller dieses Rennen. Aber im zweiten ging es gut zur Sache, glaube ich. Vom super guten Start erwischt, erzähl mal. Ja, kurz zum ersten Rennen. Schlechten Quali gehabt, Platz 10 und dann stehst du zwischen den Ferraris. Ich habe 15 Minuten lang einen geilen Fight mit dem Jens gehabt und bin einfach nicht vorbeigekommen. Und dann denkst du dir, So schlechten Start gehabt, du kannst normal gestartet. Schlechtes Quali. Gut. Schlechtes Also, Quali. schlechtes Quali, wieso? Also. Gut, Das hatte nein. allerdings dann den Vorteil, dass ich eben von Platz 3 gestartet bin und tatsächlich als erster um die erste Kurve gefahren bin und bin da, ja, 15 Minuten, 20 Minuten fast vorne geblieben, dann kam der Markus hat Druck gemacht, den Howie, den habe ich dann irgendwie, ja, mehr oder weniger durchgewunken. Und nee, Quatsch, ich bin direkt in die Box gegangen, weil ich dachte, der kannst du dir eh schenken, hast du eh gar keine Chance. Genau. Hab da den Markus wieder überholt, der hat dann wohl noch ein, zwei Fehler gemacht, hat sich dann mit dem Robin auseinandergesetzt. Ja, und dann habe ich die Runden gezählt, ne? Also der Robin hat gerade im letzten Sektor hat er eine Linie gefunden, die wird mir, glaube ich, irgendwie noch in 10 Jahren verborgen bleiben. Hat er die 10. rauf abgeknabbert und ja, eine Runde weiter wäre vorne gewesen, aber so Ja. Platz 2, Halle, aber Wahnsinn. Ja. Geil. Ja, nee, freue ich mich auch für dich. Also, coole Nummer, also keine Frage. Stefan! Lutz. Ich meine, eigentlich müssten wir heute über das heutige Rennen gar nicht so sehr reden, sondern eher vielmehr, was war in den letzten Rennen los? Also, ich meine, heute hat's, nachdem ich gesehen habe, was du hier für eine Qualizeit hingeballert hast und vor allem, wie du im ersten Rennen gefahren bist und gleich mal in der ersten Rennrunde eine 206, 264, glaube ich, gefahren oder sowas, hatte ich mir, glaube ich, aufgeschrieben. Da war mir klar, übrigens im ersten Rennen, deine letzte Runde war, ich glaube, die einzige 207. Mit 2073, die war immer noch schneller als alle anderen im ganzen Rennen. Also keiner hat eine 2073 gefahren. Hat keiner geschafft. Es war deine schlechteste Runde. Erzähl mal ein bisschen jetzt so. Einfach. Was war? Ist es die Strecke? Ist es, weiß ich nicht, ist ein Knoten geplatzt oder hast du heute mal wieder Alkohol getrunken, was du sonst nicht gemacht hast? Oder keine Ahnung, erzähl mal. Ja, nee, also ich bin jetzt zum ersten Mal außer halt im ersten Rennen ohne Gewichte gefahren. Weil in Laguna Seca konnte ich das erste Rennen nicht mitfahren, da bin ich zu spät gekommen. Und deshalb habe ich jetzt die Gewichte alle weggehabt. Und das ist halt das, was man fahren kann, wenn man kein Gewicht auf dem Motor hat. Ja, gut, mag sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du mit 20, 30 Kilo heute nicht wesentlich langsamer gewesen wärst. Also ein bisschen schon, aber ich meine, du warst durchweg mindestens eine Sekunde schneller als alle anderen, in meisten Fällen so 2, 2,5 Sekunden.
Ja, ich habe mir die Replays vom letzten Jahr angeschaut. Also der Robin und ich, wir haben letztes Jahr hier das war das letzte Rennen, glaube ich, der Wintermeisterschaft, da haben wir uns knüppeldick gegeben. Und die Linie von damals, die hat auch mit diesen Autos sehr gut funktioniert. Und der Robin ist die Linie auch gefahren, aber der konnte wegen seinem Gewicht nicht so schnell fahren. Ja, nee, also grandios, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zweimal schnellste Rennrunde. Im zweiten Rennen war es nicht ganz so zügig. Da fehlen dir 2 Zehntel auf die Zeit vom ersten Rennen. Aber im Großen und Ganzen sensationelle Vorstellung hier heute. Und ich wünsche dir ganz, ganz toll, dass wir uns jetzt den verbleibenden 2 Rennen noch. Sind da noch 2, ne? 10 insgesamt, oder? Zwölf, zwölf. 12. Ah, okay. Zwölf. Mensch, Wahnsinn. Ja, auf alle Fälle, ja, gut, dann, ja, auf alle Fälle dann hier wieder sehen, wieder hören. Und dass es in der Meisterschaft nochmal richtig, richtig spannend da vorne wird. Ob Ja, es das hoffe ich auch. bis zu Robin reicht, weiß ich nicht, wenn Robin jetzt einmal ausfällt. Aber ja, auf Es gibt alle ja Fälle noch wird es spannend. Streichergebnisse und er ist schon sehr konstant, also schon sehr schwer. Gucken wir mal. Auf alle Fälle bedanke ich mich vor allem fürs zweite Rennen. Das hat wieder richtig Spaß gemacht und das ist immer der Antrieb, dass man hier den Donnerstag erwartet als Moderator. So. Bleibt uns noch zu sagen, Jens? Brünn in 14 Tagen. Genau. Und der Arne hat einen Doppelsieg im G-Cup eingefahren. Moment mal, G-Cup. Genau. Haben wir jetzt letztes Mal G-Cup gemacht? Ja, gut. Okay, dann bin ich Allerdings erstmal waren heute beruhigt. auch wenig da, aber gut. Nee, also Arne wollte ich sowieso noch. Irgendwo ist denn die anderen vom G-Cup? Die sind alle. Der Jens, ist der da? Ich Ja, bin da. der Jens ist da. Und der Jari ist nicht da. Ja, den Jari, den bräuchten wir so. Er ist zweimal Dritter geworden, wenn ich das richtig sehe hier. Wenn der Olaf Ness nicht im G-Cup fährt, dann der Jari zweimal Dritter geworden. Ja, begnügen wir uns jetzt mit den beiden. Ja, mit Jens Erner und Arne Bachem. Jens, was war im Quali los? Ich meine, Ja, in der ersten Runde auf Platz 2 gefahren, ich habe gedacht, ich träume. war erstaunlich gut, ne? Ich war selbst erstaunt. Also, ich hätte auch nicht mehr mit gerechnet. In der letzten Sekunde ist der Robin dann halt noch auf Platz 5 gefahren. Aber war gut. Und dann in den Rennen, ja, im ersten Rennen wirklich gut mit dem Jens gefightet da die ganze Zeit. Hat Spaß gemacht. Und ja, Arne, was soll ich zu dem sagen? An dem ist im Rennen kein Vorbeikommen anscheinend. Wieder zweimal Zweiter jetzt. Muss ich mal gucken, was ich mit dem mache. Ja, weiß ich auch nicht. Also, das Also. werden wir jetzt auch gleich fragen, was da überhaupt jetzt so passiert ist mit dem Arne. Also, das ist ähnlich wie bei Stefan. Ja, ich denke mal, da bleibt nur noch Zucker in den Tank für das nächste Rennen. Genau. Auf alle Fälle, herzlichen Glückwunsch, Jens. Zweimal Ja, Zweiter. danke. Also, ob es jetzt die Meisterschaft entscheidet, weiß ich noch nicht. Aber doch bist du vorne und ich glaube, das bleibst du nach dem Rennen auch noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, es wird eng werden, noch vier Es wird Rennen auf alle jetzt, das Fälle wird eng. eng. Ja gut, bis also auf die gesamte Saison zu sehen, wird es sehr, sehr eng. Ja, wenn Ja. der Arne so weiterfährt, dann ja. Arne, mein Lieber. Ja, was ist es? Alkohol, Drogen, Frauen? Woran liegt's? Alles in allem. Keine Ahnung. Alles zusammen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, Es macht nee. einfach tierisch Spaß im Moment. Also ich meine, selbst als du hinter Stefan Hauenstein warst, wenn du keine Fehler gemacht hättest, wie du dann, ich glaube, einen hast du dann gemacht, musstest du dann abreißen lassen. Du bist hinter ihm gefahren, die ganze Zeit. Also das waren nur Zehntel, die du langsamer warst. Und also wieder grandios. Ich glaube, Rot-Amerika war es, wo du auf dem Podium warst, richtig? Ja, ich fing Beim schon Podium? mit Ja. Nürburgring an. Ja, da war ich leider nicht da, Genau. genau. Ja, also irgendwie ist es, ich meine, es sind dieselben Fahrer da, es sind die Autos sind auch schon die ganze Saison so. Ja, ist irgendwo. Also ich freue mich jedenfalls, wir werden es nicht ergründen jetzt, wenn ich noch 10-mal frage. Ich freue mich sehr, sehr, wirklich
Also ich meine, und ich auch. Mich erstmal. Ja, wirklich, also das ist eine coole Nummer, kann ich mir vorstellen. Also dass dir das richtig Spaß macht und vielleicht reicht die Saison nochmal für ein Podest im Gesamtklassement. Also das Zeug dazu hast du jetzt definitiv. Und auch wenn es jetzt in Laguna Seca nicht ganz so gut lief, aber ja, immer mal wieder und immer mal wieder zeigen. Herzlichen Glückwunsch zu diesen beiden Siegen hier heute. Ja, danke, danke. Gut, liebe Menschen da draußen. Schauer. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute und freuen uns gigantisch auf Brünn, eine meiner Lieblingsstrecken, auf Brünner. Und hoffen, dass wir hier dann in 14 Tagen nochmal wieder richtig so einen Spaß haben wie heute. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen, fürs Fahren und ja, natürlich an die Orga und bis dahin. Tschüss. Danke dir fürs Moderieren.